ist der Guzo wieder und er hat wieder seinen zweiten Account dabei und er ist jetzt im offiziellen Loot-Clan und da geht's natürlich megamäßig ab. Hier haben wir, oh geile Scheiße, muss ich echt sagen, ich habe mich damit ja als Notvariante auch richtig gut angefreundet, wenn es halt mit der Queen und den Mauerbrechern nicht so läuft, wie es laufen soll, habe ich die 4 Erdbeben-Spells noch als, ja, in der Hinterhand drinne. Dann läuft das. Hier sehen wir auch eine schöne Go-Wipe. Packers wissen ganz genau, wo sie hin müssen, räumen innen drinne auf und ich würde mal sagen, das wird ein richtig schöner Easy 100. Auf jeden Fall. Richtig schön geht der garantiert durch und draußen muss er dann nur noch ganz easy die Ressourcen einsammeln und fertig. Also das wird garantiert eine easy Nummer. Richtig cool. Bogi hätte ich sogar schon gedroppt, dass mir die Zeit nicht wegrennt. Sollte aber eigentlich passen. Einwandfrei. Und jetzt hier ganz easy peasy alles weggenommen. Und dann ist gut. Richtig, richtig mega geiler Loot. Und da lohnt sich die Go-Wipe 1000-mal. Auf jeden Fall. Wie gesagt, hier der Lord Tamino hat es vollkommen richtig gemacht, hat halt wirklich die Go-Wipe gut eingesetzt, einwandfrei, gefällt mir richtig gut, schön gemacht. Mega Loot, vom aber Manu, ich bin es ja gewohnt, ich bin es ja, es ist so ein kranker Scheiß. Manu, vielen, vielen Dank, dass du uns so oft erfreust mit deinen scheißgeilen Dingern. Ach, war das nicht sogar der... Warte mal, war das nicht der Loot, den ich schon mal gepostet habe? Doch. Wartet mal. Ist das 10 Tage her? Stopp. Jetzt wollte ich den nochmal feiern. Trotzdem ist er natürlich total geil. Aber den habe ich ja schon mal in einem Video gebracht. Dann lasse ich das einfach mal gegenlaufen. Habe ich gar nicht gesehen. Aber guckt mal, ich bin jetzt 10 Tage danach wieder drinne und sehe... Es ist kein neuer Raid nochmal reingepostet geworden, also es ist kein anderer Raid nochmal, verloren gegangen. Queen-Taktik für Guzoa, ich guck mal nicht, dass ich nochmal drin, aber ich kann nicht nochmal drin gewesen sein. Da war Urlaub, da bin ich gespannt. Queen-Taktik ist natürlich immer eine ziemlich geile Geschichte, weil ich wollte schon sagen, boah krass, haut der Manu nochmal hier 4,5 Dunkles rein. So. Achtzehner Queen, 12 Heiler zumindest am Start. Die Queen hättest du so, nur jetzt mal so, die hättest du sogar schon früher droppen können, nicht weiter wild. Als Erklärung nochmal, es kam nämlich die Aussage, ich soll den Rage wohl ein bisschen weiter nach vorne packen, dass die Queen da länger drin ist. Die Sache ist die, ich setze den Rage nicht wegen der Queen, sondern logischerweise wegen den Heilern. Klar, probiere ich die halbwegs auch drinne zu haben, aber an sich ist es halt wirklich, dass die Heiler geraged werden und dann natürlich eine viel höhere Heilleistung haben. Deswegen setze ich den nicht immer so, naja, die Queen wird da schon noch hinlaufen, sondern den setze ich schon so, dass die Heiler halt komplett dabei sind. Logisch. Jetzt wird's interessant. Jetzt wird's interessant. Erzähl mir hier nichts. Ich hoffe, es geht gleich weiter. Aber ich habe ja eh kurz pausiert. Jetzt würde ich, ganz ehrlich, ich würde wirklich tippen, dass, das ist eine echt schräge Nummer. Ich guck mal gerade, ob ich überhaupt, kann auch sein, dass es gar nicht weitergeht. Doch, geht. So, genau. Ich dachte nämlich auch, die wird nicht das Alex nehmen, weil die zwei Mauern dazwischen sind. Die wird rumlaufen und sich dann das Alex ziehen. Ja klar, King auseinandergenommen, das ist natürlich gar kein Thema.
Und dann halt wirklich das Alex, das Dunkle gezogen und fertig ist ja. Ich mach das mal so, sonst stört das Zeichen zu sehr. Und wenn man dann halt eben nicht seine 50% macht, na, wen interessiert's denn? Wir sind in Gold 3. Alles easy, alles schön. Einwandfrei, du bist dabei. Super gut gemacht. Toll. Kleiner Cut hier. Und da bin ich wieder, weil der sich sonst da Ewigkeiten aufhält. So, nee, 700k wollte ich nicht. So. Loot. Hybrid. Nicht alles, aber okay. Erster Klick, geiler Loot. Alter, wir haben doch einiges am Start hier. Genau, die hatten wir so. Jetzt kommt Nico. Ja, geiler Loot auf jeden Fall. Geiler Loot auf jeden Fall. Richtig, hier im dunklen Bereich, hier zack, erstmal klar machen. Und dann muss man halt genau sehen, ich wäre genau andersrum gekommen. Ich wäre von der linken Seite gekommen, weil ich dann sicher gehen kann, okay, ich krieg mit meinen Bartstruppen auch wirklich hier diesen Goldbereich. Den will ich haben. Meine Meinung. Und dann hier, genau, dann hier halt wirklich Fläche clearen, 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 dass ich halt wirklich gegen die Fläche vorher gleich was gemacht habe. Ganz genau. Dann scheiße ich halt auf diese eine Goldmine da. Hab aber hier, naja, schade, die war es nicht. Aber das passt schon. Loot war trotzdem in Ordnung, auf jeden Fall. Läuft bei dir und jetzt bist du sogar im Video. Tilo. Sehr geil. Bei der, kleinen Moment, kleinen Moment. Ihr seht diese Konstellation. 450.000 von beidem. Wisst ihr, es ist alles, aber auch wirklich alles in den Minen und Sammlern. Und mein WLAN kackt mich gerade sowas von ab, dass ich das echt Schisse finde. Kleine Pause nochmal. So, dann sind wir wieder hier, weil das WLAN ja wieder mal rummeckern wollte. Wie gesagt, 450 von beidem und wirklich nur Sammler und Minen voll. Und weil der Bohrer halt noch so schlecht ist, halt nur die 129 im dunklen Bereich, was aber vollkommen egal ist. Klar, hier geht es nur darum, wirklich alle Minen und alle Sammler zu entdecken und zu zerstören. Einwandfrei, geiles Ding. Erzählt mal, wie fandet ihr den Stream für diejenigen, die ihn geguckt haben? Weil ich fand es einfach wirklich mega ordentlich. Oh, ich bin echt abgegangen am Anfang und ich dachte mir, Alter, das kann nicht sein, dass das mit dem Stream nicht richtig klappt. Ich denke, oh, das gibt's nicht, das gibt's nicht. Und hat dann zum Glück halt doch geklappt, fand ich richtig cool. So, das war richtig geil. Finde ich sehr gut, dass nicht gespammt wird. Richtig cooles Ding. Johnny, wie gesagt, ich bin der Meinung, der wurde sogar schon im anderen Video gezeigt. Wenn es nicht der Fall sein sollte, ich drücke den einfach mal weiter. Wie gesagt, mein Tipp wirklich an dich, ganz ist wirklich ein geiler Loot, klare Sache, aber wirklich halt gucken. Hau die Helden höher, dass du da wirklich gut dabei bist, weil ich würde wetten. Aber ich guck erst mal rein. Schade, 71. Na, für 71, da passt das schon. Aber hier, genau. Muss ja Rathaus 9 sein, klar, sonst hättest du die Queen nicht. Kümmer dich wirklich. Nimm keine dunklen Truppen mehr mit. Steck alles direkt in die Helden. Und dann erst mal richtig Gas geben mit der Base. Richtig Gas geben, bitte. Du hast hier die Möglichkeit. Hau die dunklen Bohrer komplett auf Max und dann sieht die Welt ganz anders aus. Dann kann man mit den Helden arbeiten und das ist dann eine geile Nummer. Nur mal so als Tipp. Erster Klick, geiler Loot, war der das? Ja, genau, das war der.
Wie gesagt, du verballerst dir mit den dunklen Truppen halt echt mega viel an Elix. Nicht alles, aber okay. Gucken wir mal. Ja, ganz ehrlich, da brauchen wir noch nicht alles. Das ist trotzdem geil. Hier wäre ich natürlich wirklich wieder. Da wäre ich halt zwiegespalten, weil ganz ehrlich, mit 400k von beidem, ganz ehrlich, da würde ich sogar aufs Dunkle scheißen. Würde ich sagen, komm, ich krieg halt das Dunkle nicht mit meinen Bogies, mit den Vierer-Bogies, komm, egal, ich nehme außen und fertig. Weil jetzt mit Brechen und mit auf Biegen und Brechen halt zu sagen, gut, okay, komm, ich will unbedingt das Dunkle, weil das sind 1,7k. Komm, egal. Vollkommen richtig. Du machst das draußen und wenn du das gut machst, gibt das richtig gut was an Loot. Und dann bist du bei, ich würde mal sagen, 200k von beidem. Und dann ist das eine geile Nummer. Mehr wird's aber garantiert auch nicht. Weil dafür sind die Truppen halt. Also jetzt hast du noch 60 Bogies. Mehr geht nicht. Würde ich sagen. Aus meiner Erfahrung würde ich sagen, es geht nicht mehr. Genau. Die unten jetzt hier noch die beiden Sammler und mehr ist nicht drin. Du kriegst mit den Vierer-Bogies in dem Bereich hier oben nichts mehr gerissen. Hast du vollkommen richtig gemacht. Hätte ich ganz genauso gemacht. Somit hast du sogar 500k gezogen. Und hast das Rathaus platt gemacht, einwandfrei, vollkommen richtig gemacht. Hier haben wir jemanden, der seine Truppen nicht überschätzt hat, sondern sich gesagt hat, komm, ich will das und das haben, das und das ist realistisch machbar. Ganz, ganz wichtige Geschichte. Ich kann mich richtig einschätzen. Ich über- oder unterschätze mich nicht. Super gut gemacht. Und deswegen sage ich halt eben auch oft, ah, nee, 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 wird nichts, wird nichts. Klar hat man genauso auch mal die Dinger, wo man sagt, ach komm, das Ding kriege ich locker hin. Aber wenn man sich richtig gut einschätzen kann, dann ist das sehr viel wert. Guckt mal hier, der ist leer, aber der ist voll. Aber der wird nicht, mit den zwei. Ich hätte aber, nee, nee, das ist es mir nicht wert. Das ist es mir echt nicht wert. Weil das sind dann in Anführungsstrichen doch nur 400 Dunkles und das ist es mir echt nicht wert. Naja. Es lohnt sich ja null. Hier können wir, wenn es da irgendwo steht, können wir uns das Rathaus nehmen und das war's. Das war da halt, wie gesagt, Poki-mäßig noch ein bisschen in die Höhe schießen und das war's dann. Und das soll es dann auch schon wieder zu dieser Folge gewesen sein. Ja, wie gesagt, also einfach nicht. Ich denke wirklich, das ist eine richtig gute Sache, wenn man halt nicht nur sagt, na gut, okay, ich zeige euch das mal und macht das, sondern halt wirklich, dass man genau sagt, ja, okay, ich würde das so machen, ich würde das da und da machen, das und das war eine richtig geile Nummer. Ich denke, das macht Videos ansehbar. Ansonsten kann man sich auch, was weiß ich, irgendwo anders ganz normale Raids angucken. Das ist auch nicht irgendwie anders dann. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich wünsche euch noch einen angenehmen Tag und ihr haut rein. Bis dann. Ciao, ciao.